Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Vorsitzenden des IDM, Dr. Burkhard Schulz. Professor Ludwig Bremer, Institutsgründer, gab einen Rückblick auf 20 Jahre IDM. Daraus einige Auszüge. Ich möchte noch mal die Stunde Null erwähnen. Die Stunde Null war die Zeit unmittelbar nach der Wende. Alle die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im IDM dann wirkten, kamen als Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften des Institutes für Polymeren, Chemie in Teltow-Seehof dazu. Die Akademie wurde abgewickelt zum 01.01.92. Da waren wir also, da haben alle unsere Arbeitslosenbescheinigungen bekommen. Es waren immerhin 23.000 Leute, die Akademie der Wissenschaften, die dort abgewickelt werden, laut Einigungsvertrag. Es existierte also nichts. Und es gab einen kühnen Gedanken, und ich muss auch sagen, einen durchaus risikobehafteten Gedanken, der darin bestand, eine eigene Gruppierung zu gründen, die sich zunächst an der Universität etablieren sollte und dann auch hat. Und zwar deshalb, weil es gewisse Fördermittel gab. Die Abwicklung der Akademie im Rahmen eines sogenannten Wissenschaftlerintegrationsprogramms an die Universität wurde gefördert. Wirklich ein typisches Beispiel, wie man aus dem Nichts ein heute gut dastehendes, anerkanntes, nicht nur in der Region, sondern darüber hinaus Institut begonnen hat, zum Arbeiten zu bringen. Und hier stehen nochmal die ganzen Gründungen dran, in unterschiedlicher Form, die also notwendig waren, um unsere Zielstellung zu erreichen. Professor Ludwig Bremer würdigte dann die Gründungsmitglieder. Ich wünsche allen, die an diesem Institut gearbeitet haben und die jetzt noch an diesem Institut arbeiten oder mit dem Institut zusammenarbeiten, alles Gute, zum Wohl auf die nächsten 20 Jahre. Und denken Sie dran, zum Arbeiten gehört nicht nur der Dienst, sondern auch, es gibt noch weiteres im Leben. Zum Wohl Ihnen alles, das Beste und alles Gute. Beide sind mir auch menschlich so nah, dass ich also ganz persönlich mich nochmal bei euch beiden bedanken möchte. Und vielleicht ist das auch einen kleinen Applaus nochmal wert.